Wow, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh. Ja, wie ihr auf dem Thumbnail schon gesehen habt, ich war shoppen. Und zwar richtig. Ich muss dazu sagen, ich brauchte nichts. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, eigentlich brauchst du nichts. So, gehst einfach nur mit deinen Freundinnen, coolen Tag. Ja, gut, ich fange an. Was ich alles so gekauft habe. Fangen wir mal an mit einem Teil, was ich schon richtig lange gesucht habe. Und zwar ist das so eine Hose mit so breiten Beinen. Ich kenne den genauen Begriff nicht. Ihr seht ja auch, was sie gekostet hat. 13 Euro in rosa. Oh mein Gott, ein Traum in rosa. Ich fand die mega, mega bequem. Richtig cooler Stoff für den Sommer. Ich freue mich schon, sie tragen zu können. Ich habe sie extra noch hier liegen lassen, damit ich erst das Video drehe. Deswegen, vielleicht kommt sie heute gleich zum Einsatz. Ja, machen wir noch mit einem meiner absoluten Highlights weiter. Oh mein Gott, Leute. Für die Kleine. Ein Badeanzug. Er ist doch immer so niedlich, oder? Ich hätte ihn so gerne für mich auch im Partnerlook geholt. Der hat 6 Euro gekostet. Oh mein Gott. Sorry übrigens, wenn 1 bis 2 Preise falsch sind. Manche Sachen man reduziert, deswegen... Ja, egal. Machen wir weiter mit einem der unnötigsten Teile, aber ich fand es einfach schön. Und da wollte ich schon lange so ein Handtuch mit so Fransen haben. Ich fand das Motiv ganz cool für den Sommer. Und ja, ich habe nur so meine schlichten Duschhandtücher und wollte unbedingt so eins haben. Das hat 8 Euro gekostet. Ja, wie ihr seht, okay, ich habe schon mal eins von Primark gekauft. Eins habe ich, jetzt habe ich ein zweites. Hey. So, machen wir noch weiter mit, oh nee, das kann ich euch noch nicht zeigen. Ja, mit meinem absoluten Primark Always, I Always Need It Socken. Ja, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8er Pack. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall das große Pack für 3 Euro kommt bei mir immer mit. Eigentlich immer in Weiß, aber gab es diesmal nicht. Und ich wollte diese, die so ganz flach sind, so für Sneaker. Und deswegen habe ich sie mal grau mitgenommen. Macht nichts. Soll man ja angeblich eh nicht sehen in den Schuhen, ne? Ja, noch ein Highlight von mir. Ich weiß, ich habe lange mit mir gehadert. Trage ich es oder trage ich nicht? Aber die Farbe, oh mein Gott, Leute, ist meine. Also dieser Sommer wird bei mir komplett mint. Und ich kenne die ja von H&M, da kosten diese 20 Euro, diese Überziehjacken. Da bin ich ja immer zu geizig, weil eigentlich trage ich sie nicht so oft. Aber ich dachte, wenn ich mal die Möglichkeit habe oder so, warum nicht? Und die war einfach mal auf 4 Euro reduziert. Ich habe da jetzt zweimal XS genommen, damit die auch ein bisschen enger sitzt und nicht so eine Bollerjacke ist. Aber für einen Abend im Sommer richtig, richtig cool. Habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut. So, machen wir weiter. Ne, damit noch nicht. Machen wir damit weiter. Noch ein Sommeroberteil und zwar dieses hier. Das habe ich tatsächlich nicht anprobiert. Ich hoffe einfach, dass es passt. Das hat 8 Euro gekostet. Ich glaube, das war im Sale für 6, also irgendwie 8 oder 6 Euro. Fand ich auch mega niedlich. Musste leider einfach mit. Wobei ich das ziemlich teuer finde für so ein kleines Stück Stoff. Aber gut. Ja, dann hatte ich noch ein paar Socken hier für 3,50. Das sind nur 3 Stück. Aber ich liebe die gerade für Ballerinas oder auch für Sneakers. Die sieht man wirklich gar nicht. Und die sind ultra bequem. Ja, ich weiß nicht. Halt schlichte Weiße, ne? So, kommen wir zu einem Teil. Oh mein Gott. Ich hatte eigentlich eine Bürste gesehen. Die fand ich mega süß. Dachte so, okay, du brauchst keine Bürste. Sie kostete 4 Euro. Dachte ich so, nee, die 4 Euro kannst du sparen. Ja, dann kam sie hier. Sie war leider im Sale für 1 Euro und dann dachte ich, okay, für die Kleine nimmst du sie mit. Dann wurde mir gesagt, so, die ist größer als der Kopf von der Kleinen. Ich so, ja, mit ein paar Jahren. Ja, ich fand sie einfach eigentlich ganz süß und für 1 Euro geht eine neue Bürste immer. Ich hatte jetzt hier viel Besuch mit meinem Spliss-Trimmer und dachte mir so, Gott, peinlich, meine Bürste, wie sie aussieht. Also vielleicht ist sie dafür auch gar nicht schlecht, wenn hier mal Leute kommen, dass ich mal eine ordentliche habe. Ja, machen wir weiter. Nee, die Teile zeige ich euch später, später, später. Genau, das ist hier auch noch eine kleine Empfehlung von mir. Das hat 5 Euro gekostet. Ich finde, das kann man super einfach zu allem kombinieren. Zu einer Highwise, zu einer Hotpants, zu allem. Ich hatte so eins auch in Dunkelrot und in Weiß schon. Ich mag diese Tops super gerne. Ja, für den Sommer optimal. Und Leute, es ist wieder mint. Ja, deswegen muss es mit. Machen wir mal mit etwas Kleinerem weiter. Habe ich hier noch so Fußkettchen mitgenommen. Die haben 3 Euro gekostet. Mit den Muscheln fand ich super niedlich. Und ich liebe ja Fußketten. Und
Ich kaufe immer die günstigen. Mir gehen sie so oder so kaputt, ob teuer, ob günstig, keine Ahnung. Man bleibt mal irgendwo hängen und diesen Sommer sind auf jeden Fall diese hier dran. Ja, 3 Euro, hatte ich glaube ich schon gesagt. Dann machen wir weiter mit den Schuhen. Okay, meine Freundinnen fanden sie Porten hässlich. Ich fand sie so cool. Oh, mit Glitzer, so ein bisschen höhere. Ja, so ein bisschen im Birkenstock-Style. Die war noch nicht so teuer. Ich hätte sie vielleicht nicht kaufen sollen. aber sie haben 16 Euro gekostet. Und gerade zu dieser rosa Hose fand ich sie echt mega cool. Sie mussten leider einfach mit. Es ging kein Weg dran vorbei. Sie haben sich einfach dran geschlichen. Ja. Dann. Okay, dann zeige ich euch mal aus meiner Schlafanzugabteilung. Voilà. Hier hängt alles fest. Da habe ich mir einmal diesen hier mitgenommen. Ich glaube, ich habe sogar eine falsche Größe, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn es ein bisschen lockerer ist. Hier mit so ja, Palmmotiv in rosa. Da habe ich auch die passende Hose hierzu, deswegen wollte ich es euch noch nicht zeigen, weil das halt zusammengehört. Ich glaube, das hat auch irgendwie 5 Euro gekostet. Ich glaube, die Hose 3 oder 6. Ja, so um und bei. Fand ich mega cool. Ich fand auch den Satinstoff im Sommer ganz cool. Ich habe immer nur dieses Baumwollding und dann schwitzt man so. Also jetzt nicht, dass ich so heftig schwitze nachts, aber ich fand das ganz cool. Das ist nicht so ein schwitzig Stoff. So, haben wir noch ein Basic-T-Shirt? Ich habe jetzt übrigens auch immer in diesen Basic-Sachen XS genommen, weil die fallen so groß aus. Da musst du bei Primark wirklich gucken, was ist das für ein Teil. Also gerade bei diesen Basic-Dingen, Leute, nehmt immer kleiner, als ihr tragt. Ich hatte mir letztes Mal schon die Basic-Tops geholt, habe ich jetzt auch gerade an. Die sind mir viel zu locker fürs Unterziehen, deswegen, ja. Dieses hier in XS für 3,50 fand ich ganz cool. Ich hatte ja letztens auch dieses gelb-weiß gestreifte T-Shirt an. Das musste ich übrigens damals kaufen, weil meine Stiefmutter meinte, der sieht richtig gut aus. Ich so, ob das so meins ist, aber ich fand es mega cool, auch mit der Lederjacke. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal grau-weiß mitgenommen. So, machen wir, oh mein Gott, Leute, da konnte ich euch dran vorbeigehen. Das ist so typisch ich im Sommer. So ein dünnes Jäckchen, was hinten so richtig lang runter geht und vorne so ein bisschen kürzer ist zum Binden, gerade über dem Bikini oder so oder generell zu, weiß ich nicht, zu allem kann man es eigentlich anziehen. Das musste ich leider nach 42 mitnehmen. Es gab es nur noch, also es war das letzte in 42, sonst gab es nur noch 48. Ich dachte, ich sterbe, ich musste es unbedingt haben. Und ich sage mal, in 42 geht es schon klar. Soll ja auch locker sitzen. Oh Gott, das war so mein Highlight. Das hat übrigens 16 Euro gekostet. Ja, nicht ganz günstig, gerade für Primark nicht, aber gut. So, dann habe ich mitgenommen, ja, so einen komischen BH hier. Ich habe ihn eigentlich nur mitgenommen, weil unten diese Spitze ist so fürs, ja, zum Unterziehen oder so. Fand ich ganz cool. Muss mal gucken, ob er überhaupt passt. Ja, müssen wir nicht näher drauf eingehen. Dann gab es mal wieder, ja, wenn meine alle Löcher haben, meine Freunde lachen mich immer aus, eine Leggings, die habe ich in Größe S mitgenommen. Die fallen wiederum kleiner aus, also jedenfalls laut der Größenangabe. Ja, für 4 Euro. Ja, einfach schwarz, schlicht, geht immer. Geht auch unter mein langes Gewand. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz hier meine Tür bändigen. So, machen wir weiter mit noch ein paar Schlappen für den Sommer. So, jetzt habe ich auch ausgesorgt mit Schuhen. Und zwar diese hier. Ich fand die so cool mit den Knoten. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Davon gab es auch so Ballerinas und so. Hatte ich auch welche. Fand ich auch ziemlich cool. Ich habe jetzt aber einfach schlichte genommen. Die haben 6 Euro gekostet und die gehen einfach immer, glaube ich. Ich glaube, die stehen auch jedem. Das ist nicht so wie bei Flipflops. Also die gehen immer. Für jeden und zu jeder Situation im Sommer. Dann gab es noch eine Sonnenbrille für 3 Euro. Die ganz normalen schlichten, die auch immer kaputt gehen. Gerade mit der kleinen. Nehme ich doch lieber günstige Sonnenbrillen, weil sie doch nicht so eine ganz lange Lebensdauer haben. So, tada! Bei dem war ich mir so unsicher. Das ist hier so eine Bluse. Also ich war mir erst mit der Farbe unsicher, aber irgendwie fand ich das Beige ganz cool. Naja, ich dachte auf jeden Fall, probierst du das Ding an. Dann sortierst du es aus und ich hatte es an und dachte so, wow, die brauche ich. Also habe ich sie auch mitgenommen. Die kostete 13 Euro. So, machen wir weiter. Gott, ich nehme gar kein Ende. Oh Gott. Oh, noch was für die Kleine. Es ist leider noch ein bisschen groß. Ich habe es nicht in ihrer Größe gefunden, aber ich dachte, das kann man auch ein bisschen zu groß tragen. Dieses Sommerkleid, wie ihr seht, 5 Euro. Und es hat hinten auch so eine richtig süße Schleife und so einen Rückenausschnitt. Und ich dachte, das muss
Es muss einfach mit. Gerade weil ich so gerne mit der kleineren Urlaub fahren wollte und so zum Rüberwerfen. Mega niedlich. Ja, 5 Euro. Ich habe jetzt Größe, ich glaube, es ist schon 98. Aber ich meine, es jetzt war zuletzt 83 cm, kann also 86 tragen. Das ist nah an 92 und 92 nah an 98. Ihr wisst, wie ich meine. Musst du halt mit, ne? Vielleicht Ende des Sommers notfalls. So, dann hatte ich noch etwas. Ja, das gehört eigentlich zur Kategorie Unterwäsche. Ist aber keine Unterwäsche für mich. Ich wollte das. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich mache das hier mal ab. Also da ist auch irgendwie eine Unterhose bei. Aber ich fand das mega cool, auch so zum Unterziehen, dass das so rausluschert. Ich glaube, ich würde es gar nicht als Unterwäsche tragen. Ich würde es einfach als Top irgendwie tragen. Weiß ich noch nicht, aber ja, fand ich richtig cool mit der Spitze unten drunter. Auch den Stoff, ich kann das gar nicht beschreiben, fühlt sich mega gut an. Das ganze Set hat 7 Euro gekostet und ich fand es auf jeden Fall mega, geradezu weiß. Ja, musste mit. Dann noch ein paar schlichte Dinge. Hier ein paar Ohrringe. Ich glaube, die hat ungefähr jede Frau zu Hause für 2 Euro. Einmal die ganze Palette Perlenohrringe, weil die auch ungefähr, zack, alle mal weg sind. Genauso wie diese guten Stücke. Fand ich auch cool, dass man hier gleich so eine Verpackung mit bei hat. Diese ganzen normalen Bobbypins für 1,50 sind auch ordentlich welche. Ich habe gehört, bei Rossmann sollen sie teurer sein. Da kriegt man immer nur so einen kleinen Streifen für 1 Euro. Hier habe ich auf jeden Fall ohne Ende. Die sollten einen erreichen, hoffentlich. Ja, mal wieder Nachschub geholt. So, und jetzt kommen wir mal zu meinen ganzen Basics. Ich bin richtig eskaliert in der Basic-Abteilung, weil ich wollte wirklich Tops zum Unterziehen, die auch eng sind. Deswegen, wie gesagt, habe ich XS genommen. Die waren alle im Angebot für 2,30. Obwohl, hier steht auch 2,30 drauf. Einmal in weiß. Einmal in so einem Grau. Einmal in Dunkelgrau. Und das war's. Nee, stopp. Ich glaube. Nee. Oder? Nee. Das war's, jedenfalls von denen. Dann habe ich noch Basic Tops in dieser Variante mit den etwas dickeren Trägern. Einmal in schwarz, einmal in dieser Farbe. Die finde ich auch mega für den Sommer. Oh, so rum gehört's. Richtig, richtig ich. Das ist meine Farbe eigentlich. Die wurde für mich geboren. Wäre natürlich cooler, wenn ich ein bisschen brauner wäre. Aber das kommt, das kommt. So. Und was haben wir noch an Basics? Dieses T-Shirt. Ich habe mich auch mal in Farbe gewagt. Ich frage mich, was mit mir los ist, dass ich momentan auf diesem Grüntrip bin. Aber ja, für uns so ein T-Shirt geht immer. Das hat 2,50 gekostet. Für den Preis nimmt man es mit, weil wie gesagt, wir haben keinen Primark hier. Und bei H&M kosten die, meine ich, 5 oder 6 Euro. Deswegen, ne, musste mit. Man muss ja auch alles immer begründen. Egal wie unnötig das ist, was man shoppt. Wenn man eine gute Begründung hat, ist es auch gar nicht mehr so schlimm, das gekauft zu haben. So, machen wir weiter. Dann habe ich 2 Tops gefunden, die fand ich mega cool. Die waren eigentlich in der Unterwäscheabteilung. Ich frage mich, wer sowas als Unterwäsche trägt, aber ich fand es als Crop Top mega cool. Einmal in Oliv. Das ist übrigens hier gleich mit so einem Sport-BH quasi mit drin. Also okay, zum Schlafen vielleicht auch optimal, aber theoretisch kann man das auch einfach im Sommer anziehen und muss vielleicht nichts unterziehen. Also wie gesagt, das einmal in Beige und natürlich in Rosa. Wie soll es anders sein, ne? So, dann machen wir weiter im selben Stil. Und zwar habe ich dann noch sowas hier gefunden. Auch wieder mit der Spitze unten. Fand ich auch cool. Auch mit Sport-BH integriert. Und ich finde, das geht gerade so bei diesen durchsichtigen Blusen zum Überziehen oder so. Ich finde, da kann man sowas von optimal unterziehen. Das habe ich diesmal Größe S übrigens genommen. Ich habe noch nichts anprobiert davon. Ich hoffe, es passt alles, aber ich denke mal, das wird schon. Das gleiche habe ich auch nochmal in Schwarz mitgenommen. Also hier ist es dieser Sport-BH, ne? Den kann man so hoch und runter klappen. Achso, die haben 3 Euro gekostet jeweils. Ja, musste einmal in Schwarz und in Weiß, ich glaube. Ja, solche Basics brauche ich immer in allen Farben. Ja, und, ach so, das hatte ich euch schon gar nicht gezeigt. Ich hatte auch noch so ein weißes mit dicken Trägern. Ich habe hier einen Topverbrauch von weiß ich nicht was. Also, ja, wie gesagt, die fand ich einfach viel zu locker. Die hatte ich auch von Primark. Das ist genau das Gleiche, nur halt eben in Größe M. Und fürs Unterziehen, ich weiß nicht, ob ihr das seht, finde ich das einfach zu flatterig. Mag ich gar nicht. Und ich ziehe eigentlich unter jedem T-Shirt, unter allem ziehe ich was unter. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt euch das hier auch schon gezeigt hatte. Ja. Ja, Leute. Das
Was schon? So, und bitte, bitte schreibt mir diesmal nicht wieder in die Kommentare, du Rabenmutter, hast nur zwei Teile für deine Kleine gekauft und 1000 für dich. Leute, ich kaufe eigentlich nur was, was wir brauchen. Oder halt, wie gesagt, die Kleine brauchte auch nichts. Und das waren einfach die beiden Teile, die ich super schön und super süß fand. Wirklich brauchen tut sie die nicht. Genauso wie ich bestimmt auch einige Sachen nicht wirklich brauchte. Ich meine es nicht böse mit meinem Kind. Ich glaube, ich sorge dafür, dass mein Kind auch alles kriegt, was es braucht. Und glaube ich, kein schlechtes Leben bei mir hat. Das sage ich diesmal nur vorher dazu. Es gibt sicherlich auch mal ein Shopping-Haul nur für die Kleine. Also ja, wie auch immer. So, das war es von mir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kriegt keinen Schock. Ich habe keine Shopping-Krankheit. Es ist jetzt auch Schluss für den Sommer. Hoffe ich zumindest. ja. Ich verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr, sehr gerne abonnieren. Ich würde das ganze Drama jetzt erstmal einsortieren, anprobieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!